Totes Rind, verstümmelt durch glatte, präzise Schnitte, wie von einem Laserstrahl. Aasfresser bleiben dem Kadaver fern. Sie wollen nichts damit zu tun haben. Waren hier paranormale Kräfte am Werk? Ich kenne mindestens 12 Leute, die mir von Strahlen berichtet haben, von denen Tiere hochgehoben wurden. Wir haben schon alle möglichen Erklärungen gehört. Warum sieht man kein Blut? Als Wissenschaftler glaube ich an einen natürlichen Vorgang. Für mich ist das nichts anderes, als was wir täglich bei Menschen sehen. Wir werden die Argumente beider Seiten anhören und ein Experiment durchführen, das vielleicht den letzten Beweis liefert, um die rätselhafte Viehverstümmelung aufzuklären. Montana. Riesige Berge, saftige Wiesen, scheinbar unendliche Weiten. Es ist Heimat vieler moderner Cowboys. Noch immer treiben sie zu Pferd die großen Rinderherden über die Prärie. Aber seit mehr als 30 Jahren bedroht ein mysteriöses Phänomen ihre Lebensgrundlage. Hunderte von Rindern sind bereits tot und verstümmelt aufgefunden worden. Oft waren die Tiere nur wenige Stunden zuvor noch am Leben und schienen gesund. Bei fast jedem Tier, das auf diese Art starb, fehlten bestimmte Organe. Das passierte nicht nur in Montana. Seit den 60er Jahren kommt es weltweit zu Viehverstümmelungen. Die Polizei hat bislang nicht genug Indizien sammeln können, um jemanden zu verhaften. Doch sprechen die Fakten überhaupt für ein Verbrechen? Am 9. Oktober 2006 wurde eine fast 600 Kilo schwere Kuh auf einer Ranch im Bezirk Pondera tot aufgefunden. Mehrere Organe waren offenbar gezielt und präzise entfernt worden. Sheriff Thomas Cooker wurde zum Ort des Geschehens gerufen. Wir verfahren hier wie am Schauplatz eines Verbrechens. In den vergangenen 6 Jahren hat Sheriff Cooker bereits 14 Fälle von Viehverstümmelung wie diesen gesehen. Wie in den meisten Fällen finden wir keine Stichwunden. Die Zunge ist entfernt worden, am anderen Ende sind die Genitalien und der Anus in einem exakten Kreis ausgeschnitten worden. Alle Schnitte sehen aus, als wären sie kauterisiert worden. Es gibt keine Spuren von Blut. Was die Todesursache angeht, so sehen wir keine Verletzungen wie etwa eine Schusswunde. Wir finden nichts, was auf einen Kampf hindeutet, obwohl es doch irgendwelche Spuren geben müsste. Und noch etwas ist auffällig an diesem Fall. Kojoten, Krähen und Geier würden sich normalerweise auf eine solche Mahlzeit stürzen. Die Aasfresser bleiben dem Kadaver fern. Sie wollen nichts damit zu tun haben. Manche der Augenzeugen glauben, dass hier paranormale Kräfte am Werk sind. Charlie Wilkinson, der auf einer Ranch in Florida arbeitet, hat zum ersten Mal vor 10 Jahren eine Viehverstümmelung erlebt. Ich fuhr über die Weiden und sah ein einjähriges Tier am Boden liegen, offenbar tot. Auf den ersten Blick schien ihm nichts zu fehlen. Ich packte es bei den Ohren und drehte es herum. Erst dann sah ich, dass in seiner Flanke vor dem rechten Bein ein Loch war. Da wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Das war nicht natürlich. Also stieg ich auf den Traktor und fuhr zu den Leuten, für die ich arbeitete. Etwa eine Stunde später brachte ich meinen Boss dorthin. Zu dieser Zeit war bereits eines der Ohren verschwunden. Linda Moulton Ho ist Journalistin und berichtet seit 20 Jahren über Viehverstümmelungen. Die Geschichte der Viehverstümmelungen reicht bis 1951 zurück. Lieutenant Colonel Philip J. Corso hat eines der wichtigsten Bücher über die Wirkung nichtmenschlicher Intelligenz auf unserem Planeten geschrieben. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er im Pentagon.
Damals bekam er streng geheime Dokumente über ungewöhnliche Todesfälle von Tieren überall auf der Welt zu sehen. Er teilte mir persönlich mit, dass die Täter außerirdische biologische Entitäten seien. Dieser Begriff wurde in den geheimen Dokumenten verwendet. Nach den Gesprächen mit Colonel Corso führte Linda Moulton Ho zahlreiche Interviews mit Ranchern. Sie erzählten mir, dass sie große glühende Lichter gesehen hatten, die auf ihren Weiden landeten. Silberne Scheiben, die sich genau an den Stellen befanden, an denen später Kühe tot und verstümmelt aufgefunden wurden. Vor Gericht entscheidet oft ein Zeuge das Verfahren. Ich spreche aber hier von einem Dutzend Zeugen, die Rancher sind. Zu diesen Zeugen zählt Sarah Tollifer. Sie fand verstümmelte Kühe auf ihrer Ranch in Montana. An dem, was wir 1975 gesehen haben, gibt es keinen Zweifel. Wenn man einen Menschen auf den Mond schicken kann, dann existieren vielleicht noch klügere Wesen in einer fremden Galaxie. Und die schicken jemanden hier runter, um diese Dinge zu tun. Es gibt zahllose Schilderungen dieser Art. Aber vielleicht können Augenzeugen auch konkrete Hinweise darauf geben, wer oder was die Tiere so zugerichtet hat. Bauern in anderen Ländern haben ebenfalls Vieh auf ihren Weiden gefunden, das aus ungeklärter Ursache verendet war. Oft fehlten Organe, die aus den Körpern herausgeschnitten zu sein schienen. Das allein spricht aber noch nicht für eine Tat von Außerirdischen. Nancy Talbot leitet eine Forschergruppe, die paranormale Phänomene erkundet. Das Außergewöhnliche bei diesen Tieren ist, dass es kein Blut gibt, trotz der großen Schnittwunden im Körper. Man sieht auch kein Blut am Boden. Manchmal ist, soweit wir das feststellen können, gar kein Blut mehr im Körper. Wo mag das Blut hingekommen sein? Warum findet man es nirgends? Blut spielt noch eine andere merkwürdige Rolle in diesem Szenario. Ein Forscher am Pinelandia Biophysical Lab in Michigan, Dr. W.C. Levengood, hat Partikel rund um die Wunde eines Rinds gefunden, das auf eine ähnliche Weise verstümmelt wurde. Er war überzeugt, dass diese Partikel aus reinem Hämoglobin bestanden. Hämoglobin, den Farbstoff der roten Blutkörperchen, hätte Levengood in dieser Form aber nicht erwartet. Um reines Hämoglobin zu erzeugen, muss man Blut im Labor zweimal zentrifugieren. Da wir diese Partikel außen an den Haaren eines verstümmelten Rinds gefunden haben, folgerte der Biophysiker Dr. Levengood, dieses Tier sei nicht an dieser Stelle gestorben. Das Blut ist auf irgendeine Weise entnommen worden. Und dann wurde das Tier wieder auf die Weide zurückgebracht. Außerdem hat Levengood beschrieben, dass Pflanzen rund um die Kadaver hoher Temperatur ausgesetzt gewesen seien. Levengood hat die Veränderungen an den Gräsern der Weiden genau beobachtet. Es sind aufgeplatzte Löcher in diesen Knoten der Stängel. Man nimmt an, dass diese Veränderungen durch Erhitzen der Flüssigkeit im Inneren der Pflanze zustande kommen. Eine kurze, sehr intensive Bestrahlung, vermutlich mit Mikrowellen, hat diese Flüssigkeit in Dampf verwandelt. Der Dampf erzeugt Druck, wie er es in einer Mikrowelle tun würde, und reißt ein Loch. Der Biologe Dr. Malcolm Campbell gibt eine andere Erklärung für die Löcher in den Grasstängeln. Warum sollte man von einer Mikrowellenenergie ausgehen, wenn es so viele natürliche Phänomene gibt, die näher liegen? Pflanzen haben über Jahrmillionen Mechanismen entwickelt, um mit der Vielzahl von Schädlingen und Keimen fertig zu werden, die sie befallen. Dazu zählt der Oxidative Burst. Er teilt der Pflanze mit, dass sie attackiert wird und sich gegen diese Attacke verteidigen muss. Dr. Campbell zufolge könnte das Platzen der Grasstängel dennoch etwas mit dem Tod der Kühe zu tun haben.
Diese Substanzen, mit denen sich die Pflanze schützt, können ein Tier vergiften, sodass es stirbt. Doch die Rancher kennen die für Rinder giftigen Pflanzen. Die Rancher wissen, wie diese Vergiftungen verlaufen. Sie können viele Krankheiten ihrer Tiere aufgrund der Symptome eindeutig identifizieren. Hat dieses Rind bloß giftige Pflanzen gefressen? Sheriff Cooker sagt, es gäbe Anhaltspunkte dafür, dass das Tier hochgehoben und dann aus großer Höhe fallen gelassen wurde. Als wir um das Tier herumgingen, sahen wir einen Abdruck im Gras. Es sah danach aus, als habe das Rind zu einem bestimmten Zeitpunkt dort gelegen. Es gab keine Schleifspuren. Das führte uns zu der Annahme, dass das Tier fallen gelassen wurde, aufprallte und dann dort liegen geblieben ist. Malcolm Campbell hat auch dafür eine einfache Erklärung. Freitagnacht sieht man oft, wie Menschen hinfallen und wieder aufstehen, nachdem sie toxische Substanzen konsumiert haben. Bei einem Tier passiert Ähnliches. Vielleicht hat es gefressen, bis die Vergiftung einsetzte, fiel dann hin, hinterließ einen Abdruck auf dem Boden, stand wieder auf, fiel wieder hin und so weiter. Es gibt also recht gute Erklärungen dafür. John Rhodes erforscht außerirdische Phänomene. Er hat am Schauplatz der Viehverstümmelung in Pondera, Montana, Proben genommen. Etwas ist dort draußen, das versucht, uns eine Botschaft zukommen zu lassen. Ich habe Gewebeproben vom Euter genommen, dort, wo es abgetrennt wurde, damit wir untersuchen können, ob es geschnitten oder zerrissen wurde. Ich habe Blutproben und Proben von der Stelle genommen, wo der Anus ausgeschnitten ist. Die Proben wurden an ein Expertenteam in Florida geschickt. Wir sind gespannt, ob sie aus diesen Proben Resultate gewinnen können. Das Tier hat immerhin 5 Wochen lang dort draußen gelegen. Seit Jahrzehnten verendet Vieh auf verdächtige Weise. Doch nur in wenigen Fällen waren Wissenschaftler an den Ermittlungen beteiligt. Es ist schwierig, ein forensisches Labor zu finden, das uns das analysiert. Unser Labor in Montana hat mit gewöhnlichen Verbrechen genug zu tun. Dass die rätselhaften Todesfälle bisher nur unzulänglich erforscht wurden, hat die Entstehung von verschiedensten Theorien begünstigt. So wurde die Viehverstümmelung mit UFOs in Zusammenhang gebracht, weil die wie mit einem Laserstrahl ausgeführten Schnitte angeblich nur das Werk von Außerirdischen sein könnten. Naturwissenschaftler geben andere Erklärungen. Ich glaube, dass die Fälle sogenannter Viehverstümmelung in Wahrheit das Ergebnis natürlicher Verwesungsprozesse sind. Außerdem waren Insekten und wirbellose Aasfresser am Werk. Mir haben mindestens ein Dutzend Leute erzählt, dass sie auf einer Ranch einen Strahl gesehen haben. Darin habe ein Rind geschwebt. Dann sei das Tier von dem Strahl heruntergefallen und auf dem Boden aufgeschlagen. Solche Zeugenaussagen kann man nicht einfach übergehen. Teile unserer Regierung sind überzeugt, dass es jemandem dabei ums Überleben geht. Dass es eine Art genetischer Ernte ist, mit der jemand sein Überleben sichert. Welches Genmaterial den Außerirdischen fehlen könnte, das sie unser Vieh brauchen, ist mir nicht klar. Manche meinen gar, die amerikanische Regierung unterdrücke die Wahrheit. Unsere Regierung hält geheim, dass Außerirdische überall auf der Welt Tiere verstümmeln. Wie könnte ein Reporter, der darüber etwas weiß, sich gleichgültig abwenden, solange die Regierung nicht die Wahrheit sagt? Vielleicht wissen die Behörden, was vorgeht, aber sie glauben, dass die Öffentlichkeit die Wahrheit nicht vertragen kann. Es gibt Menschen, die an eine solche Verschwörung glauben. Rancher zum Beispiel bekunden gern ihre Unabhängigkeit und ihren Individualismus. Ich kann mich selbst regieren und brauche dazu keine Regierung. Solche Leute misstrauen der Regierung und halten es durchaus für möglich, dass die Regierung wissenschaftliche Erkenntnisse geheim hält.
Angeblich benötigen die Außerirdischen eine Substanz, die es nur im Blut von Rindern gibt. Deshalb finde man in den Kadavern kein Blut. Aber wenn es nur um das Blut geht, fragt sich, warum den Kühen die Sexualorgane fehlen. Nancy Talbot glaubt, die Außerirdischen würden die Tiere vor der Blutentnahme auf Rinderwahnsinn untersuchen und dazu sei das Gewebe der Weichteile besonders geeignet. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat in Europa versucht, die Krankheit zu diagnostizieren, um sie nicht in die Nahrungskette gelangen zu lassen. Sie entwickelten eine Methode, um die fehlgeformten Prionen, die den Rinderwahnsinn auslösen, zu lokalisieren. Sie haben die Prionen in bestimmten Gewebsarten gefunden. Im Augapfel, in den Mundschleimhäuten, den Lippen, der Zunge, dem Anus und den Sexualorganen. Wie sonderbar. Meiner Meinung nach weist das darauf hin, dass die Verstümmelung der Rinder vorgenommen wurde, um zu überprüfen, ob sie infiziert waren. Vielleicht geschah das vor der Entnahme des Blutes. Dr. Duane Dober glaubt, dass das Blut aus ganz anderen Gründen entfernt worden sein könnte. Wenn Sie in einer Gegend wohnen, in der es Leute gibt, die etwas slawischen Vampirismus praktizieren, dann kann so etwas vorkommen. Ich bin sicher, dass es kein Kult ist. Man kann nicht auf eine Kuh auf der Weide zugehen, ohne dass sie wegläuft. Dass so ein paar verrückte Kulttypen Rinder derart zerschneiden, das glaube ich nicht. Es muss nicht unbedingt ein vampiristischer Kult sein, wendet Duane Dober ein. Ich glaube, dass einige dieser Fälle von Verstümmelungen von einem sadistischen Verhalten psychopathischer Jugendlicher oder Erwachsener herrühren. Sadisten werden durch grausame Handlungen erregt, etwa wenn sie sehen, wie ein Tier verstümmelt wird. Dr. Heather Walsh-Haney und Dr. Jason Bird sind forensische Gutachter. Die Gewebsproben sind in ihrem Labor in Florida angekommen. Vielleicht können sie das Rätsel lösen. Okay, Heather, here are the samples from Montana. Hier sind die Proben von Montana. Sehen wir sie uns mal an. This is exciting. Das ist ein Schnitt, den eine scharfe Klinge in einem Kuhfell verursacht. Sogar die Haare sind durchgeschnitten. Im Gegensatz dazu ist die andere Seite unregelmäßiger und die Haare sind nicht durchtrennt. Da waren wohl Aasfresser am Werk. Alle Proben belegen, dass sich Aasfresser über das Rind von Pondera hergemacht haben. Den Experten zufolge rühren die Verletzungen nicht von Lasern oder Skalpellen her. Ich kann nichts Bemerkenswertes erkennen. Ein Laserstrahl kauterisiert das Gewebe, wenn er es durchtrennt. Dann würde man die Verbrennung sehen, die Versiegelung der kleinen Gefäße. Ich habe nichts bemerkt, das auf die Verwendung eines Lasers hindeuten würde. Der Ranch-Arbeiter Charlie Wilkinson fand ein verstümmeltes Rind im Süden Floridas. Jeder hat so seine Vermutungen, aber manchmal wird man auch für verrückt gehalten. Erst wusste ich überhaupt nicht, was es war und hatte ein unheimliches Gefühl, als ich darüber sprach. Dann dachte ich darüber nach und fand keine Erklärung dafür. Ich glaube nicht, dass es eine natürliche Ursache gibt. Das muss doch jemand getan haben. Dr. Jason Bird hält den Tod der Tiere nicht für ungewöhnlich, auch nicht die Wunden an ihren Kadavern. Er ist einer von nur 11 forensischen Entomologen, die es in den Vereinigten Staaten gibt. Er hat bereits 10 Fälle von Viehverstümmelung im Süden Floridas untersucht.
Bei den Viehverstümmelungen in Südflorida hat sich herausgestellt, dass sie das Resultat natürlicher Vorgänge waren. Meist waren aasfressende Wirbeltiere daran beteiligt. Was viele Leute aber nicht wissen, ist, dass Insekten für die Entfernung des größten Teils des Gewebes verantwortlich sind. Die Spuren, die die Insekten dabei hinterlassen, sind oft auf einzigartige Weise ausgeprägt. Insekten haben, wie andere Aasfresser auch, eine Vorliebe für bestimmte Körperteile. Die äußeren Organe, Weichteile jeder Art werden schnell entfernt. Ein Bussard muss erst die Körperhülle aufreißen, um ins Innere vordringen zu können. Wilde Hunde tun dasselbe. Die Geschlechtsorgane sind Bereiche, in denen weiches Gewebe exponiert ist. Wir gehen davon aus, dass sie bei einem natürlichen Tod fehlen. Warum bestimmte Körperteile immer zuerst angegriffen werden, lässt sich also einfach erklären. Doch fragt sich immer noch, warum die Ränder der Wunden so glatt sind. Ein aasfressendes Wirbeltier zerreißt als erstes das Gewebe. Wenn dann die Insekten kommen, nagen sie die entstandenen Zacken ab. Die glatten Kanten sind das Resultat dieser Fresstechnik der Insekten. Jason Bird hat die Untersuchung gemeinsam mit der forensischen Anthropologin Heather Walsh Haney durchgeführt. Diese Rinder sind aufgrund einer natürlichen Ursache gestorben. Aber es wäre immerhin möglich, dass ihnen jemand diese Wunden beigebracht hätte. Forensische Anthropologen werden dazu ausgebildet, eine Verletzung durch einen scharfen Gegenstand, durch ein Geschoss oder eine stumpfe Waffe, von den Veränderungen zu unterscheiden, die dadurch entstehen, dass der Körper dem Wetter und den Aasfressern ausgesetzt ist. Während ihrer Zusammenarbeit mit Jason Bird entdeckte Heather Walsh Haney ein aufschlussreiches Indiz. Bei einem der Rinder machte ich einen unerwarteten Fund. Ich sah eine Verletzung oben auf dem Rinderschädel und an der Augenhöhle. Es war eine Verletzung, die durch ein scharfkantiges Werkzeug verursacht worden sein musste, nicht durch Zähne von hundeartigen Tieren. Ich fand auch Einkerbungen, die für eine Klinge sprechen, hier auf dem Schläfenknochen an der Seite des Kopfes nahe dem Ohr. Bei diesem Exemplar haben wir den klaren Beweis einer Schlachtung, einer Verletzung durch einen scharfen Gegenstand. In diesem Fall lässt sich also nachweisen, dass der Tod des Tieres gewaltsam herbeigeführt worden ist. Doch muss jemand eine Klinge benutzt haben, um die Körper der Tiere derart zu verstümmeln? Oder können Aasfresser dafür verantwortlich sein? Vielleicht lässt sich durch ein Experiment herausfinden, auf welche Art es zu den rätselhaften Verstümmelungen gekommen ist. Denn selbst wenn man annimmt, dass Menschen die Tiere mit scharfen Klingen so zugerichtet haben, bleibt immer noch die Frage offen, auf welche Weise ihnen das Blut ausgesaugt wurde. Manche meinen, dafür könnten nur übersinnliche Kräfte oder Außerirdische verantwortlich sein. Von dem Rind, das unter mysteriösen Umständen in Pondera, Montana starb, wurden Fotos gemacht und Gewebsproben entnommen. Sie sind inzwischen in einem Labor in Florida angekommen, wo sie von Gerichtsgutachtern untersucht werden. Dieses Rind ist einen natürlichen Tod gestorben. Es ist ein ziemlich spätes Stadium der Verwesung. Das Euter ist entfernt worden, deshalb sieht man das Blut herausfließen. Es ist ein, wie anzunehmen, normaler Blutfluss. Dieser Wundrand hier ist natürlichen Ursprungs. Das passiert, wenn die Haut austrocknet und sich dehnt. Sie biegt sich etwas um, so erscheint der Rand glatter, als er ist. Das ist das typische Bild eines natürlichen Todes, wenn ein Kadaver längere Zeit den Umwelteinflüssen ausgesetzt war. Aber wie kann ein Tier, das völlig gesund zu sein scheint, am nächsten Tag tot sein? In meinen Augen ist das nichts anderes, als was wir jeden Tag bei Menschen erleben können. Jemand, den wir kennen, scheint völlig gesund. Wir würden nie erwarten, dass unser Kollege oder Freund am nächsten Tag an einem Herzinfarkt stirbt. Im Tierreich ist es ähnlich. Es gibt Veränderungen des Gesundheitszustands, die man nicht sehen kann. Die Geschwindigkeit, mit der die Organe der Tiere entfernt wurden, bleibt allerdings erklärungsbedürftig. Dr. David Randall ist Tierarzt und Rancher in Südflorida. Die Viehverstümmelung ist Teil des natürlichen Nahrungskreislaufs. Im Südwesten Floridas beginnen die Bussarde zu kreisen, sobald ein Tier schwach wird. Gemeinsam mit den anderen Aasfressern können sie in 2 Stunden viel Schaden anrichten. Sobald ein Tier schwach aussieht, wird es zur Mahlzeit.
Dass kein Blut floss, als die Organe entfernt wurden, ist ebenfalls kein außergewöhnlicher Vorgang. Genau das erwarten wir, wenn die Verletzungen nach dem Tod des Tieres entstanden sind. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, zirkuliert das Blut nicht mehr. Es sammelt sich dort, wo die Schwerkraft es hinzieht, nämlich in den unten liegenden Teilen des Körpers. Daher ist bei diesen Verletzungen gar nicht mit Blut zu rechnen. Doch es bleiben weitere Auffälligkeiten, darunter das Hämoglobin an einem Rinderkadaver im Norden Kaliforniens. Das reine Hämoglobin könnte daher kommen, dass sich das Blut des Tieres, nachdem es gestorben ist, in seine Bestandteile aufgetrennt hat. Das ist ein natürlicher Vorgang. Wenn man eine Blutprobe irgendwo abstellt, sieht man das Serum, die weißen und die roten Blutkörperchen. Sie trennen sich nach einer gewissen Zeit. Seit 50 Jahren werden die Ursachen der Viehverstümmelung diskutiert. Aber nur wenige Wissenschaftler haben sich daran beteiligt. Wenn Tiere in entlegenen Gebieten verenden, haben erfahrungsgemäß weder der Rancher noch der Tierarzt die Zeit und das Geld, die Todesursache untersuchen zu lassen. Ich habe Fälle gesehen, bei denen es ein geometrisches Muster auf dem Rücken gab. Die Polizei war sicher, dass das mit dem Skalpell gemacht wurde. Doch das Muster war von Insekten erzeugt worden. Die Präzision geht auf das Konto von Insekten. Aber wo sind die inneren Organe geblieben? In vermutlich 90% der Fälle ist ein Loch im vaginalrektalen Bereich ausgeschnitten worden. Ich habe das oft gesehen. Es sieht aus, als wären die Körper mit einem Ofenrohr ausgesaugt worden. Bei der Verwesung entstehen eine Menge Gase. Sie bauen einen Druck auf, der die inneren Organe hinauspresst. Während die Verwesung voranschreitet, presst das Gas die inneren Organe durch ein relativ kleines Loch. Das Loch wird größer, wie bei einem Loch in einer Plastiktüte. Wenn man die Plastiktüte mit Sand füllt, läuft der Sand aus dem Loch hinaus. Wenn man Druck auf die Plastiktüte ausübt, dann wird das Loch größer. Auch das Verschwinden der Organe lässt sich also auf natürliche Ursachen zurückführen. Ob der Verwesungsprozess und die Aasfresser tatsächlich für die Viehverstümmelung verantwortlich sind, soll durch ein Experiment überprüft werden. Auf einer Weide in Südflorida werden wir die natürliche Verwesung eines Rinderkadavers dokumentieren und die Ergebnisse mit den bestehenden Berichten über Viehverstümmelung vergleichen. Mehrere Kameras, darunter eine Infrarotkamera für Nachtaufnahmen, beobachten das Geschehen. Hoffentlich sehen einige Rancher den Verwesungsprozess und erinnern sich an die Fälle, bei denen sie eine absichtliche Verstümmelung vermutet haben. Vielleicht wird ihnen klar, dass damals ebenfalls natürliche Prozesse abliefen. Wenn es Verstümmelung ist, dann sieht man das sofort. In anderen Fällen sieht man, dass es Bussarde, Kojoten, Ratten oder Schweine waren. Alles, was Aas frisst. Das Experiment wird einige Fragen beantworten, die man sich hier und im ganzen Land stellt. Für das Experiment wurde eine Kuh gewählt, die Krebs hatte und deshalb getötet werden musste. Ihr Kadaver wird auf eine abgelegene Weide geschleppt. Hier lässt sich genau beobachten, wie die Natur mit einem toten Körper verfährt. Ich finde es aufregend, bei diesem Experiment dabei zu sein. Wissenschaftler aller möglichen Disziplinen beteiligen sich daran. Von der Entomologie bis zur Psychologie und Anthropologie. Wir werden dieses Videoband analysieren, um eine Antwort zu erhalten, die durch eindeutige Beweise abgesichert ist. Bewegungen vertreiben einen großen Teil der aasfressenden Tiere. Sie sind gewohnt, dass ihre Nahrung sich nicht mehr bewegt. Aber die starr fixierten Kameras werden sie als Teil der natürlichen Umgebung wahrnehmen. Aasfresser gibt es in Südflorida genug. In einer Woche wird davon vermutlich nicht mehr viel übrig sein. Ich erwarte, dass Augen, Nase, Maul und Hinterteil die Insekten anziehen. Ich nehme an, dass das weiche Gewebe der äußeren Genitalien fehlen wird. Und ich erwarte, das kreisrunde Loch zu sehen, das viele Leute als kreisförmigen Einschnitt am Hinterteil des Tieres beschreiben.
Um die rund um die Uhr Beobachtung durchführen zu können, muss der Kameramann die Batterien und die Videokassetten regelmäßig auswechseln. Home sweet home. Jetzt sind die Batterien und das Band der Infrarotkamera an der Reihe. Wir müssen kontrollieren, ob es gut läuft. Hoffen wir das Beste, dass die Aasfresser sich zeigen. Soweit sieht alles gut aus. Nachdem die gesamte Ausrüstung überprüft worden ist, kann es weitergehen. Am Morgen des nächsten Tages sieht man die ersten Anzeichen der Verwesung. Bakterien, die schon vorher im Körper des Tieres lebten, zersetzen ihn nun und bilden Gase, die den Kadaver wie einen Ballon aufblähen. Der Verfallsprozess besteht aus Verwesung und Fäulnis. Das Resultat ist ein hoher Gasdruck. Tagelang sind die Überreste der Kuh der Witterung ausgesetzt. Bakterien und Insekten nähren sich von dem Kadaver, ohne viel sichtbaren Schaden anzurichten. Erst am fünften Tag tauchen größere Aasfresser auf. Zwei Geier hacken auf den Kadaver ein, ohne etwas anzurichten, was einer Verstümmelung gleichkommt. Das Experiment droht zu scheitern, weil es keine aufschlussreichen Daten liefert. Dann, in der fünften Nacht, geht es richtig los. Eine Wildschweinfamilie entdeckt den Kadaver und macht sich über ihn her. Vor allem auf die Weichteile im Beckenbereich haben die Wildschweine es abgesehen. Am siebten Tag kommt Charlie Wilkinson, um das Ergebnis in Augenschein zu nehmen. Looks like a dead cow. Sieht aus wie eine tote Kuh. Es ist daran gefressen worden, aber nicht so viel wie normalerweise. Ich vermute, die Kameras haben etwas abschreckend gewirkt. Charlie Wilkinson hat viele Rinderkadaver gesehen, die schwerer verstümmelt waren. Das geht nicht so weit wie das, was man normalerweise zu diesem Zeitpunkt sieht. Jetzt wird das Experiment ausgewertet. Die Wissenschaftler kommen, um den Kadaver zu untersuchen und sich die Videoaufnahmen anzusehen. Here comes a vulture. Hier kommt ein Truthahngeier. The turkey vulture, it looks like. It sure does. Er piekt am Fell herum. Jetzt geht er auf Gesicht und Augen los. Das Euter ist immer noch da. Wir messen die Temperatur des Kadavers und vergleichen sie mit der Bodentemperatur. Das sind eine Menge Maden. Der Unterschied beträgt beinahe 10 Grad. Die Wundränder sind zerklüftet, nicht glatt. Die Insekten waren auch am Kopf aktiv. Die Wundränder hier sind sehr unregelmäßig. Es fehlt die chirurgische Präzision, von der wir so viel gehört haben. Das ist ein sehr interessantes Projekt für uns. Einige der Fälle, die als Viehverstümmelung gelten, sind vermutlich durch ein Zusammenwirken mehrerer Prozesse zu erklären. Der erste wird von Aasfressern eingeleitet und durch die Aktivität von Insekten verstärkt. Ein Wildschwein frisst am Kopf des Tiers. An der Stelle, an der der Geier gefressen hat. Es bewegt den Kopf der Kuh. Es gräbt unter dem Kopf und frisst dort die Maden und Insekten. Jetzt geht es auf das Hinterteil los. Es zerreißt das weiche Gewebe im Anal- und Genitalbereich. Wie aggressiv es das Fleisch abreißt. Dieses Bildmaterial ist ein klarer Beweis dafür, dass Aasfresser im Verlauf von 7 Tagen einigen Schaden am Kadaver angerichtet haben. Was die Frage betrifft, ob der Uterus und die Därme herausgezogen wurden, so sehen wir immerhin, dass dieses Schwein sich am Hinterteil zu schaffen macht und versucht, die inneren Organe herauszureißen.
Die Untersuchung hat gezeigt, dass Experten verschiedener Fachgebiete gemeinsam Fragen beantworten können, die bisher noch ungelöst waren. In diesem Fall seit den 70er Jahren. Ich denke, man wird auch in Zukunft von Viehverstümmelungen hören. Derartige Phänomene werden immer wieder auftreten. Zum Glück können Wissenschaftler wie wir durch Experimente die Fragen beantworten, die solche Fälle aufwerfen. Bravo. Case closed. Die Wissenschaftler sind der Meinung, sämtliche Viehverstümmelungen ließen sich auf diese Weise erklären. Der Ranch-Arbeiter Charlie Wilkinson bleibt skeptisch. Offenbar haben die Aasfresser wahllos gefressen. Aber in anderen Fällen wurde der Uterus entfernt, wie bei einer Operation. Das hier ist ein natürlicher Verwesungsprozess. Ist das die übliche Art von Verwesung, die man hier bei toten Tieren sieht? Ja, vielleicht hat die Kamera ein paar Bussarde verscheucht. Gewöhnlich ernähren sich noch mehr Tiere von einem Kadaver als in diesem Fall. Hier sieht man, dass gehackt und gerupft wurde. In den anderen Fällen gab es einen glatten Schnitt, als wäre es nur um die weiblichen Geschlechtsorgane gegangen. Haben Sie an den beiden Kühen mit den Kopfverletzungen Insekten gesehen? Ein paar Fliegen. Als wir sie fanden, waren die Wunden noch frisch und es gab nur wenige Insekten. Keine Bussarde. Man sieht hier nach einer Woche, wie stark das Gras am hinteren Ende niedergedrückt wurde und etwas herausquillt. In den Fällen, die wir fanden, gab es solche Spuren nicht. Das Gras war nicht niedergedrückt. Es war so, als hätte jemand die Kuh dort abgelegt und wäre verschwunden. Im Gras war nichts von dieser schwarzen Flüssigkeit? Überhaupt nichts. Das Gras war nicht niedergedrückt und es gab kein Blut. Gewöhnlich sammelt sich das Blut nach dem Tod im unteren Teil des Körpers. Daher haben wir die Kuh umgedreht und mit einem Messer in ihr Fleisch geschnitten. Es war weiß wie gekochtes Schweinefleisch. Wie würden Sie das erklären? Das Blut sollte in der unteren Körperhälfte sein, da haben Sie recht. Und wie würden Sie erklären, dass ein Ohr fehlte, eine Stunde nachdem ich sie gefunden und umgedreht hatte? Die einzige Erklärung, die ich dafür hätte, ist, dass es ein aasfressender Vogel, ein Kojote oder ein Hund gewesen ist. Aber das wäre dann des Öfteren so. Wenn Sie dieses Problem nie zuvor bei lebenden oder toten Tieren hatten, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass es plötzlich bei einem auftritt, vor allem nach sehr kurzer Zeit. Wie lange muss ein Tier tot sein, bis das Fleisch von den Knochen entfernt ist? Normalerweise einige Tage. Und wir sprechen hier von Stunden. Offenbar hält Charlie die Fälle, die er gesehen hat, für verdächtig. Er hat auf einige sehr interessante Punkte hingewiesen, vor allem auf die kurze Zeitspanne nach dem Tod. Er hat hervorgehoben, dass die Tiere noch warm waren und dass er sie am vorigen Tag noch lebend gesehen hat. Daher glaube ich, sein Verdacht ist gut begründet. Eine solche Verletzung haben wir hier nicht sehen können. Zumindest in den Fällen, in denen sehr wenig Zeit nach dem Tod vergangen ist, könnte es ein Mensch mit einem Instrument getan haben. Unsere beiden Wissenschaftler versuchen nun, die Kopfverletzung zu erzeugen, die sie auf den Fotos sahen. Zunächst probiere ich es hier. Wie man sieht, ist das Messer nicht scharf genug. Ich habe noch ein Teppichmesser. Ich muss ziemlich fest drücken. Ist das ein neues Teppichmesser? Es ist eine neue Klinge. Also ist sie scharf? Ja. Und Sie haben Probleme, in das Gewebe zu schneiden? Sie haben noch keine der Fragen beantwortet. So etwas sehen wir jeden Tag, wenn draußen auf der Weide ein Rind stirbt. Die anderen Fälle, die wir gefunden haben, sind immer noch ungeklärt. Charlie Wilkinson ist also nicht von der Lösung des Rätsels überzeugt, die die beiden Wissenschaftler vorgetragen haben. Einen letzten Beweis, der die Debatte endgültig klärt, scheint es derzeit nicht zu geben. Das Experiment, das unternommen wurde, um die geheimnisvollen Viehverstümmelungen aufzuklären, ist beendet.
Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass aasfressende Tiere bald zur Stelle sind, um sich von einem Kadaver zu ernähren. Doch es gibt Fälle von Verstümmelungen, die ganz anders aussehen. So etwas sehen wir jeden Tag, wenn ein Rind stirbt. Die anderen Fälle sind noch immer ungeklärt. Warum sind die Verletzungen des Kadavers im Experiment so anders als die in Montana? Ich glaube, es ist ein natürlicher Prozess, auch wenn nicht jeder Kadaver eines Rinds diese Art von Verletzungen aufweist. Es gibt keine Erklärung dafür, warum Insekten ein geometrisches Muster verursachen oder sich auf bestimmte Bereiche beschränken. Aber es kommt häufig zu ungeklärten Vorfällen, die auch erfahrene Leute noch nicht gesehen haben und die trotzdem als natürlicher Prozess zu betrachten sind. Kritiker wenden ein, die von Dr. Jason Bird untersuchte Kuh sei bereits tot gewesen, bevor sie auf die Weide gebracht wurde. Bei echten Fällen von Viehverstümmelung sei das nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass jedes tote Tier auf einer Ranch ein Opfer rätselhafter Vorgänge ist. Wenn ein Wissenschaftler mehrere Rinder untersucht und nichts Abnormes gefunden hat, dann waren das vielleicht Tiere, die auf natürliche Weise verendet sind. Ich habe diese Tiere nicht gesehen. Und es gibt Eigentümlichkeiten bei den verstümmelten Rindern, die Jason Bird nicht erklären kann. Der Fall dieser Kuh ist ein Beispiel von Tausenden auf der Welt. 2 Monate hat sie draußen gelegen, ohne dass ein Aasfresser sie attackiert hätte. Das ist nur eine der Anomalien, die wir finden. Nach dem, was mir die Rancher erzählen, machen sich Aasfresser über alles her, was tot ist. Sie fangen damit an, wenn das Tier noch warm ist. Aber diese Kadaver rühren sie nie an. Wenn Aasfresser einen Kadaver meiden, den sie gewöhnlich bis auf die Knochen abnagen, muss das einen Grund haben. Etwas, was den Geruchssinn betrifft, etwas, das mit Pheromonen zu tun hat, sagt dem Tier, du musst fressen, um zu überleben. Aber wenn du das frisst, wirst du sterben. Das ist das Einzige, was einen Aasfresser vom Fressen eines Kadavers abhalten könnte. Manche glauben, die Verstümmelungen dienten diagnostischen Zwecken. Ich esse nicht viel Fleisch, seit ich diese Informationen habe. Wenn tatsächlich eine solche systematische Beobachtung vorgenommen wird, dann esse ich lieber nur noch organisch produziertes Fleisch oder gar keins. Die Journalistin Linda Moulton Ho fürchtet sich aus einem anderen Grund. Ich bin bedroht worden. Männer haben sich mehr als einmal vor mir aufgebaut und gesagt, wir wollen nicht, dass Viehverstümmelungen und UFOs miteinander in Verbindung gebracht werden. Das Militär und die Polizei haben mir mitgeteilt, dass es extraterrestrische biologische Entitäten sind. Ich habe doch das Recht, das zu untersuchen, ohne fürchten zu müssen, dass ich von meiner Regierung umgebracht werde. Die Viehverstümmelung verbreitet angeblich auch unter den Ranchern Angst und Schrecken. Eine enorme Zahl von Ranchern hat mir persönlich gesagt, wie ungewöhnlich das ist und dass sie sich fürchten. Ich meine, Rancher sind ziemlich harte Burschen, die fürchten sich nicht so schnell. Und die sagen mir, dass sie Angst haben, nachts zu ihrer Herde zu gehen. Die Leute glauben, was sie zu glauben beschlossen haben. Ich betrachte das nicht als ein Glaubenssystem. Ich versuche nur zu verstehen, was vor sich geht, mit Hilfe der Wissenschaftler, die ihre Arbeit machen. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Und wenn das nicht ernsthaft erforscht wird, werden wir es nie wissen. Trotz der wissenschaftlichen Untersuchung der Gewebsproben aus Montana. Und trotz eines 7 Tage dauernden Experiments. Alles, was ich sehe, spricht für einen natürlichen Prozess. Gibt es immer noch Menschen, die glauben, mit den Rindern geschehe etwas Außergewöhnliches? Kleine graue Männer, Kojoten, ein Kult. Wir haben schon alle möglichen Erklärungen gehört. Je länger man sich das ansieht, desto weniger versteht man es. Es ist nicht natürlich. Manche sehen darin eine wichtige Aufgabe für die Wissenschaft. Wenn an der Sache etwas dran ist, vor allem nachdem wir vom Rinderwahn wissen, dann hat die Öffentlichkeit ein Recht auf sehr weitreichende Untersuchungen. Die Berichte der Rancher bleiben irritierend. Die Wissenschaft hat noch keine endgültige Antwort darauf.
Viele Wissenschaftler besitzen heute nicht die Freiheit zu erforschen, was sie interessiert. Doch allen bedeutenden Wissenschaftlern ist bewusst, dass es die Erforschung des Unbekannten ist, bei der die größten Entdeckungen zu machen sind. Auf die Plastiktüte ausübt, dann wird das Loch größer. Auch das Verschwinden der Organe lässt sich also auf natürliche Ursachen zurückführen. Ob der Verwesungsprozess und die Aasfresser tatsächlich für die Viehverstümmelung verantwortlich sind, soll durch ein Experiment überprüft werden. Auf einer Weide in Südflorida werden wir die natürliche Verwesung eines Rinderkadavers dokumentieren und die Ergebnisse mit den bestehenden Berichten über Viehverstümmelung vergleichen. Mehrere Kameras, darunter eine Infrarotkamera für Nachtaufnahmen, beobachten das Geschehen. Hoffentlich sehen einige Rancher den Verwesungsprozess und erinnern sich an die Fälle, bei denen sie eine absichtliche Verstümmelung vermutet haben. Vielleicht wird ihnen klar, dass damals ebenfalls natürliche Prozesse abliefen. Wenn es Verstümmelung ist, dann sieht man das sofort. In anderen Fällen sieht man, dass es Bussarde, Kojoten, Ratten oder Schweine waren. Alles, was Aas frisst. Das Experiment wird einige Fragen beantworten, die man sich hier und im ganzen Land stellt. Für das Experiment wurde eine Kuh gewählt, die Krebs hatte und deshalb getötet werden musste. Ihr Kadaver wird auf eine abgelegene Weide geschleppt. Hier lässt sich genau beobachten, wie die Natur mit einem toten Körper verfährt. Ich finde es aufregend, bei diesem Experiment dabei zu sein. Wissenschaftler aller möglichen Disziplinen beteiligen sich daran. Von der Entomologie bis zur Psychologie und Anthropologie. Wir werden dieses Videoband analysieren, um eine Antwort zu erhalten, die durch eindeutige Beweise abgesichert ist. Bewegungen vertreiben einen großen Teil der aasfressenden Tiere. Sie sind gewohnt, dass ihre Nahrung sich nicht mehr bewegt. Aber die starr fixierten Kameras werden sie als Teil der natürlichen Umgebung wahrnehmen. Aasfresser gibt es in Südflorida genug. In einer Woche wird davon vermutlich nicht mehr viel übrig sein. Ich erwarte, dass Augen, Nase, Maul und Hinterteil die Insekten anziehen. Ich nehme an, dass das weiche Gewebe der äußeren Genitalien fehlen wird. Und ich erwarte, das kreisrunde Loch zu sehen, das viele Leute als kreisförmigen Einschnitt am Hinterteil des Tieres beschreiben. Um die Rund-um-die-Uhr-Beobachtung durchführen zu können, muss der Kameramann die Batterien und die Videokassetten regelmäßig auswechseln. Jetzt sind die Batterien und das Band der Infrarotkamera an der Reihe. Wir müssen kontrollieren, ob es gut läuft. Teile immer zuerst angegriffen werden, lässt sich also einfach erklären. Doch fragt sich immer noch, warum die Ränder der Wunden so glatt sind. Ein aasfressendes Wirbeltier zerreißt als erstes das Gewebe. Wenn dann die Insekten kommen, nagen sie die entstandenen Zacken ab. Die glatten Kanten sind das Resultat dieser Fresstechnik der Insekten. Jason Bird hat die Untersuchung gemeinsam mit der forensischen Anthropologin Heather Walsh Haney durchgeführt. Diese Rinder sind aufgrund einer natürlichen Ursache gestorben. Aber es wäre immerhin möglich, dass ihnen jemand diese Wunden beigebracht hätte. Forensische Anthropologen werden dazu ausgebildet, eine Verletzung durch einen scharfen Gegenstand, durch ein Geschoss oder eine stumpfe Waffe, von den Veränderungen zu unterscheiden, die dadurch entstehen, dass der Körper dem Wetter und den Aasfressern ausgesetzt ist. Während ihrer Zusammenarbeit mit Jason Bird entdeckte Heather Walsh Haney ein aufschlussreiches Indiz.
Bei einem der Rinder machte ich einen unerwarteten Fund. Ich sah eine Verletzung oben auf dem Rinderschädel und an der Augenhöhle. Es war eine Verletzung, die durch ein scharfkantiges Werkzeug verursacht worden sein musste, nicht durch Zähne von hundeartigen Tieren. Ich fand auch Einkerbungen, die für eine Klinge sprechen, hier auf dem Schläfenknochen an der Seite des Kopfes nahe dem Ohr. Bei diesem Exemplar haben wir den klaren Beweis einer Schlachtung, einer Verletzung durch einen scharfen Gegenstand. In diesem Fall lässt sich also nachweisen, dass der Tod des Tieres gewaltsam herbeigeführt worden ist. Doch muss jemand eine Klinge benutzt haben, um die Körper der Tiere derart zu verstümmeln? Oder können Aasfresser dafür verantwortlich sein? Vielleicht lässt sich durch ein Experiment herausfinden, auf welche Art es zu den rätselhaften Verstümmelungen gekommen ist. Denn selbst wenn man annimmt, dass Menschen die Tiere mit scharfen Klingen so zugerichtet haben, bleibt immer noch die Frage offen, auf welche Weise ihnen das Blut ausgesaugt wurde. Manche meinen, dafür könnten nur übersinnliche Kräfte oder Außerirdische verantwortlich sein. Von dem Rind, das unter mysteriösen Umständen in Pondera, Montana starb, wurden Fotos gemacht und Gewebsproben entnommen. Sie sind inzwischen in einem Labor in Florida angekommen, wo sie von Gerichtsgutachtern untersucht werden. This is an example of a natural. Dieses Rind ist einen natürlichen Tod gestorben. Es ist ein ziemlich spätes Stadium der Verwesung. Das Euter ist entfernt worden, deshalb sieht man das Blut herausfließen. Es ist ein, wie anzunehmen, normaler Blutfluss. Dieser Wundrand hier ist natürlichen Ursprungs. Das passiert, wenn die Haut austrocknet und sich dehnt. Sie biegt sich etwas um, so erscheint der Rand glatter, als er ist. Das ist das typische Bild eines natürlichen Todes, wenn ein Kadaver längere Zeit den Umweg... Ich fuhr über die Weiden und sah ein einjähriges Tier am Boden liegen, offenbar tot. Auf den ersten Blick schien ihm nichts zu fehlen. Ich packte es bei den Ohren und drehte es herum. Erst dann sah ich, dass in seiner Flanke vor dem rechten Bein ein Loch war. Da wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Das war nicht natürlich. Also stieg ich auf den Traktor und fuhr zu den Leuten, für die ich arbeitete. Etwa eine Stunde später brachte ich meinen Boss dorthin. Zu dieser Zeit war bereits eines der Ohren verschwunden. Linda Moulton Ho ist Journalistin und berichtet seit 20 Jahren über Viehverstümmelungen. Die Geschichte der Viehverstümmelungen reicht bis 1951 zurück. Lieutenant Colonel Philip J. Corso hat eines der wichtigsten Bücher über die Wirkung nichtmenschlicher Intelligenz auf unserem Planeten geschrieben. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er im Pentagon. Damals bekam er streng geheime Dokumente über ungewöhnliche Todesfälle von Tieren überall auf der Welt zu sehen. Er teilte mir persönlich mit, dass die Täter außerirdische biologische Entitäten seien. Dieser Begriff wurde in den geheimen Dokumenten verwendet. Nach den Gesprächen mit Colonel Corso führte Linda Moulton Ho zahlreiche Interviews mit Ranchern. Sie erzählten mir, dass sie große glühende Lichter gesehen hatten, die auf ihren Weiden landeten. Silberne Scheiben, die sich genau an den Stellen befanden, an denen später Kühe tot und verstümmelt aufgefunden wurden. Vor Gericht entscheidet oft ein Zeuge das Verfahren. Ich spreche aber hier von einem Dutzend Zeugen, die Rancher sind. Zu diesen Zeugen zählt Sarah Tollifer. Sie fand verstümmelte Kühe auf ihrer Ranch in Montana. An dem, was wir 1975 gesehen haben, gibt es keinen Zweifel. Wenn man einen Menschen auf den Mond schicken kann, dann existieren vielleicht noch klügere Wesen in einer fremden Galaxie. Und die schicken jemanden hier runter, um diese Dinge zu tun. Es gibt zahllose Schilderungen dieser Art. Aber vielleicht können Augenzeugen auch konkrete Hinweise darauf geben, wer oder was die Tiere so zugerichtet hat. Bauern in anderen Ländern haben ebenfalls Vieh auf ihren Weiden gefunden, das aus ungeklärter Ursache verendet war. Oft fehlten Organe, die aus den Körpern herausgeschnitten zu sein schienen. Das allein spricht aber noch nicht für eine Tat von Außerirdischen. Na,
Nancy Talbot leitet eine Forschergruppe, die paranormale Stimmelungen von einem sadistischen Verhalten psychopathischer Jugendlicher oder Erwachsener herrühren. Sadisten werden durch grausame Handlungen erregt, etwa wenn sie sehen, wie ein Tier verstümmelt wird. Dr. Heather Walsh-Haney und Dr. Jason Bird sind forensische Gutachter. Die Gewebsproben sind in ihrem Labor in Florida angekommen. Vielleicht können sie das Rätsel lösen. Okay, Heather, here are the samples from Montana. Hier sind die Proben von Montana. Sehen wir sie uns mal an. This is exciting. Das ist ein Schnitt, den eine scharfe Klinge in einem Kuhfell verursacht. Sogar die Haare sind durchgeschnitten. Im Gegensatz dazu ist die andere Seite unregelmäßiger und die Haare sind nicht durchtrennt. Da waren wohl Aasfresser am Werk. Alle Proben belegen, dass sich Aasfresser über das Rind von Pondera hergemacht haben. Den Experten zufolge rühren die Verletzungen nicht von Lasern oder Skalpellen her. Ich kann nichts Bemerkenswertes erkennen. Ein Laserstrahl kauterisiert das Gewebe, wenn er es durchtrennt. Dann würde man die Verbrennung sehen, die Versiegelung der kleinen Gefäße. Ich habe nichts bemerkt, das auf die Verwendung eines Lasers hindeuten würde. Der Ranch-Arbeiter Charlie Wilkinson fand ein verstümmeltes Rind im Süden Floridas. Jeder hat so seine Vermutungen, aber manchmal wird man auch für verrückt gehalten. Erst wusste ich überhaupt nicht, was es war und hatte ein unheimliches Gefühl, als ich darüber sprach. Dann dachte ich darüber nach und fand keine Erklärung dafür. Ich glaube nicht, dass es eine natürliche Ursache gibt. Das muss doch jemand getan haben. Dr. Jason Bird hält den Tod der Tiere nicht für ungewöhnlich, auch nicht die Wunden an ihren Kadavern. Er ist einer von nur 11 forensischen Entomologen, die es in den Vereinigten Staaten gibt. Er hat bereits 10 Fälle von Viehverstümmelung im Süden Floridas untersucht. Bei den Viehverstümmelungen in Südflorida hat sich herausgestellt, dass sie das Resultat natürlicher Vorgänge waren. Meist waren aasfressende Wirbeltiere daran beteiligt. Was viele Leute aber nicht wissen, ist, dass Insekten für die Entfernung des größten Teils des Gewebes verantwortlich sind. In einer Woche wird davon vermutlich nicht mehr viel übrig sein. Ich erwarte, dass Augen, Nase, Maul und Hinterteil die Insekten anziehen. Ich nehme an, dass das weiche Gewebe der äußeren Genitalien fehlen wird. Und ich erwarte, das kreisrunde Loch zu sehen, das viele Leute als kreisförmigen Einschnitt am Hinterteil des Tieres beschreiben. Um die rund um die Uhr Beobachtung durchführen zu können, muss der Kameramann die Batterien und die Videokassetten regelmäßig auswechseln. Home sweet home. Jetzt sind die Batterien und das Band der Infrarotkamera an der Reihe. Wir müssen kontrollieren, ob es gut läuft. Hoffen wir das Beste, dass die Aasfresser sich zeigen. Soweit sieht alles gut aus. Nachdem die gesamte Ausrüstung überprüft worden ist, kann es weitergehen. Am Morgen des nächsten Tages sieht man die ersten Anzeichen der Verwesung. Bakterien, die schon vorher im Körper des Tieres lebten, zersetzen ihn nun und bilden Gase, die den Kadaver wie einen Ballon aufblähen. Der Verfallsprozess besteht aus Verwesung und Fäulnis. Das Resultat ist ein hoher Gasdruck. Tagelang sind die Überreste der Kuh der Witterung ausgesetzt. Bakterien und Insekten nähren sich von dem Kadaver, ohne viel sichtbaren Schaden anzurichten.
Erst am fünften Tag tauchen größere Aasfresser auf. Zwei Geier hacken auf den Kadaver ein, ohne etwas anzurichten, was einer Verstümmelung gleichkommt. Das Experiment droht zu scheitern, weil es keine aufschlussreichen Daten liefert. Dann, in der fünften Nacht, geht es richtig los. Eine Wildschweinfamilie entdeckt den Kadaver und macht sich über ihn her. Vor allem auf die Weichteile im Beckenbereich haben die Wildschweine es abgesehen. Am siebten Tag kommt Charlie Wilkinson, um das Ergebnis in Augenschein zu nehmen. Looks like a dead cow. Sieht aus wie eine tote Kuh. Es ist daran gefressen worden, aber nicht so viel wie normalerweise. Ich vermute, die Kameras haben etwas abschreckend gewirkt. Gefälle aufwerfen. Die Wissenschaftler sind der Meinung, sämtliche Viehverstümmelungen ließen sich auf diese Weise erklären. Der Ranch-Arbeiter Charlie Wilkinson bleibt skeptisch. Offenbar haben die Aasfresser wahllos gefressen. Aber in anderen Fällen wurde der Uterus entfernt, wie bei einer Operation. Das hier ist ein natürlicher Verwesungsprozess. Ist das die übliche Art von Verwesung, die man hier bei toten Tieren sieht? Ja, vielleicht hat die Kamera ein paar Bussarde verscheucht. Gewöhnlich ernähren sich noch mehr Tiere von einem Kadaver als in diesem Fall. Hier sieht man, dass gehackt und gerupft wurde. In den anderen Fällen gab es einen glatten Schnitt, als wäre es nur um die weiblichen Geschlechtsorgane gegangen. Haben Sie an den beiden Kühen mit den Kopfverletzungen Insekten gesehen? Ein paar Fliegen. Als wir sie fanden, waren die Wunden noch frisch und es gab nur wenige Insekten. Keine Bussarde. Man sieht hier nach einer Woche, wie stark das Gras am hinteren Ende niedergedrückt wurde und etwas herausquillt. In den Fällen, die wir fanden, gab es solche Spuren nicht. Das Gras war nicht niedergedrückt. Es war so, als hätte jemand die Kuh dort abgelegt und wäre verschwunden. Im Gras war nichts von dieser schwarzen Flüssigkeit? Überhaupt nichts. Das Gras war nicht niedergedrückt und es gab kein Blut. Gewöhnlich sammelt sich das Blut nach dem Tod im unteren Teil des Körpers. Daher haben wir die Kuh umgedreht und mit einem Messer in ihr Fleisch geschnitten. Es war weiß wie gekochtes Schweinefleisch. Wie würden Sie das erklären? Das Blut sollte in der unteren Körperhälfte sein, da haben Sie recht. Und wie würden Sie erklären, dass ein Ohr fehlte, eine Stunde nachdem ich sie gefunden und umgedreht hatte? Die einzige Erklärung, die ich dafür hätte, ist, dass es ein aasfressender Vogel, ein Kojote oder ein Hund gewesen ist. Aber das wäre dann des Öfteren so. Wenn Sie dieses Problem nie zuvor bei lebenden oder toten Tieren hatten, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass es plötzlich bei einem auftritt, vor allem nach sehr kurzer Zeit. Wie lange muss ein Tier tot sein, bis das Fleisch von den Knochen entfernt ist? Normalerweise einige Tage. Und wir sprechen hier von Stunden. Offenbar hält Charlie die Fälle, die er gesehen hat, für verdächtig. Er hat auf einige sehr interessante Punkte hingewiesen, vor allem auf die kurze Zeitspanne nach dem Tod. Er hat erfasst ein hoher Gasdruck. Tagelang sind die Überreste der Kuh der Witterung ausgesetzt. Bakterien und Insekten nähren sich von dem Kadaver, ohne viel sichtbaren Schaden anzurichten. Erst am fünften Tag tauchen größere Aasfresser auf. Zwei Geier hacken auf den Kadaver ein, ohne etwas anzurichten, was einer Verstümmelung gleichkommt. Das Experiment droht zu scheitern, weil es keine aufschlussreichen Daten liefert. Dann, in der fünften Nacht, geht es richtig los. Eine Wildschweinfamilie entdeckt den Kadaver und macht sich über ihn her. Vor allem auf die Weichteile im Beckenbereich haben die Wildschweine es abgesehen.
Am siebten Tag kommt Charlie Wilkinson, um das Ergebnis in Augenschein zu nehmen. Looks like a dead cow. Sieht aus wie eine tote Kuh. Es ist daran gefressen worden, aber nicht so viel wie normalerweise. Ich vermute, die Kameras haben etwas abschreckend gewirkt. Charlie Wilkinson hat viele Rinderkadaver gesehen, die schwerer verstümmelt waren. Das geht nicht so weit wie das, was man normalerweise zu diesem Zeitpunkt sieht. Jetzt wird das Experiment ausgewertet. Die Wissenschaftler kommen, um den Kadaver zu untersuchen und sich die Videoaufnahmen anzusehen. Here comes a vulture. Hier kommt ein Truthahngeier. The turkey vulture, it looks like. It sure does. Er piekt am Fell herum. Jetzt geht er auf Gesicht und Augen los. Das Euter ist immer noch da. Wir messen die Temperatur des Kadavers und vergleichen sie mit der Bodentemperatur. Das sind eine Menge Maden. Der Unterschied beträgt beinahe 10 Grad. Die Wundränder sind zerklüftet, nicht glatt. Die Insekten waren auch am Kopf aktiv. Die Wundränder hier sind sehr unregelmäßig. Es fehlt die chirurgische Präzision, von der wir so viel gehört haben. Das ist ein sehr interessantes Projekt für uns. Einige der Fälle, die als Viehverstümmelung gelten, sind vermutlich durch ein Zusammenwirken mehrerer Prozesse zu erklären. Der erste wird von Aasfressern eingeleitet und durch die Aktivität von Insekten verstärkt. Ein Wildschwein frisst am Kopf des Tiers. An der Stelle, an der der Geier gefressen hat. Es bewegt den Kopf der Kuh. Es gräbt unter dem Kopf und fortlich sind, soll durch ein Experiment überprüft werden. Auf einer Weide in Südflorida werden wir die natürliche Verwesung eines Rinderkadavers dokumentieren und die Ergebnisse mit den bestehenden Berichten über Viehverstümmelung vergleichen. Mehrere Kameras, darunter eine Infrarotkamera für Nachtaufnahmen, beobachten das Geschehen. Hoffentlich sehen einige Rancher den Verwesungsprozess und erinnern sich an die Fälle, bei denen sie eine absichtliche Verstümmelung vermutet haben. Vielleicht wird ihnen klar, dass damals ebenfalls natürliche Prozesse abliefen. Wenn es Verstümmelung ist, dann sieht man das sofort. In anderen Fällen sieht man, dass es Bussarde, Kojoten, Ratten oder Schweine waren. Alles, was Aas frisst. Das Experiment wird einige Fragen beantworten, die man sich hier und im ganzen Land stellt. Für das Experiment wurde eine Kuh gewählt, die Krebs hatte und deshalb getötet werden musste. Ihr Kadaver wird auf eine abgelegene Weide geschleppt. Hier lässt sich genau beobachten, wie die Natur mit einem toten Körper verfährt. Ich finde es aufregend, bei diesem Experiment dabei zu sein. Wissenschaftler aller möglichen Disziplinen beteiligen sich daran. Von der Entomologie bis zur Psychologie und Anthropologie. Wir werden dieses Videoband analysieren, um eine Antwort zu erhalten, die durch eindeutige Beweise abgesichert ist. Bewegungen vertreiben einen großen Teil der aasfressenden Tiere. Sie sind gewohnt, dass ihre Nahrung sich nicht mehr bewegt. Aber die starr fixierten Kameras werden sie als Teil der natürlichen Umgebung wahrnehmen. Aasfresser gibt es in Südflorida genug. In einer Woche wird davon vermutlich nicht mehr viel übrig sein. Ich erwarte, dass Augen, Nase, Maul und Hinterteil die Insekten anziehen. Ich nehme an, dass das weiche Gewebe der äußeren Genitalien fehlen wird. Und ich erwarte, das kreisrunde Loch zu sehen, das viele Leute als kreisförmigen Einschnitt am Hinterteil des Tieres beschreiben. Um die Rund-um-die-Uhr-Beobachtung durchführen zu können, muss der Kameramann die Batterien und die Videokassetten regelmäßig auswechseln. Jetzt sind die Batterien und das Band der Infrarotkamera an der Reihe. Wir müssen kontrollieren, ob es gut läuft. Hoffen wir das Beste, dass die Aasfresser sich zeigen. Soweit sieht alles gut aus. Well, yeah, everything looks good.
Nachdem die gesamte Ausrüstung überprüft worden ist... Verletzungen haben wir hier nicht sehen können. Zumindest in den Fällen, in denen sehr wenig Zeit nach dem Tod vergangen ist, könnte es ein Mensch mit einem Instrument getan haben. Unsere beiden Wissenschaftler versuchen nun, die Kopfverletzung zu erzeugen, die sie auf den Fotos sahen. Zunächst probiere ich es hier. Wie man sieht, ist das Messer nicht scharf genug. Ich habe noch ein Teppichmesser. Ich muss ziemlich fest drücken. Ist das ein neues Teppichmesser? Es ist eine neue Klinge. Also ist sie scharf? Ja. Und Sie haben Probleme, in das Gewebe zu schneiden? Sie haben noch keine der Fragen beantwortet. So etwas sehen wir jeden Tag, wenn draußen auf der Weide ein Rind stirbt. Die anderen Fälle, die wir gefunden haben, sind immer noch ungeklärt. Charlie Wilkinson ist also nicht von der Lösung des Rätsels überzeugt, die die beiden Wissenschaftler vorgetragen haben. Einen letzten Beweis, der die Debatte endgültig klärt, scheint es derzeit nicht zu geben. Das Experiment, das unternommen wurde, um die geheimnisvollen Viehverstümmelungen aufzuklären, ist beendet. Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass aasfressende Tiere bald zur Stelle sind, um sich von einem Kadaver zu ernähren. Doch es gibt Fälle von Verstümmelungen, die ganz anders aussehen. So etwas sehen wir jeden Tag, wenn ein Rind stirbt. Die anderen Fälle sind noch immer ungeklärt. Warum sind die Verletzungen des Kadavers im Experiment so anders als die in Montana? Ich glaube, es ist ein natürlicher Prozess, auch wenn nicht jeder Kadaver eines Rinds diese Art von Verletzungen aufweist. Es gibt keine Erklärung dafür, warum Insekten ein geometrisches Muster verursachen oder sich auf bestimmte Bereiche beschränken. Aber es kommt häufig zu ungeklärten Vorfällen, die auch erfahrene Leute noch nicht gesehen haben und die trotzdem als natürlicher Prozess zu betrachten sind. Kritiker wenden ein, die von Dr. Jason Bird untersuchte Kuh sei bereits tot gewesen, bevor sie auf die Weide gebracht wurde. Bei echten Fällen von Viehverstümmelung sei das nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass jedes tote Tier auf einer Ranch ein Opfer rätselhafter Vorgänge ist. Wenn ein Wissenschaftler mehrere Rinder untersucht und nichts Abnormes gefunden hat, dann waren das vielleicht Tiere, die auf natürliche Weise verendet sind. Ich habe diese Tiere nicht gesehen. Und es gibt Eigentümlichkeiten bei den verstümmelten Rindern, die Jason Bird nicht erklären kann. Der Fall dieser Kuh ist ein Beispiel von Tausenden auf der Welt. 2 Monate hat sie draußen gelegen, ohne dass ein Aasfresser sie attackiert hätte. Das ist nur eine der Anomalien, die wir finden. Nach dem, was mir die Rancher erzählen, machen sich... Mit eines natürlichen Todes, wenn ein Kadaver längere Zeit den Umwelteinflüssen ausgesetzt war. Aber wie kann ein Tier, das völlig gesund zu sein scheint, am nächsten Tag tot sein? In meinen Augen ist das nichts anderes, als was wir jeden Tag bei Menschen erleben können. Jemand, den wir kennen, scheint völlig gesund. Wir würden nie erwarten, dass unser Kollege oder Freund am nächsten Tag an einem Herzinfarkt stirbt. Im Tierreich ist es ähnlich. Es gibt Veränderungen des Gesundheitszustands, die man nicht sehen kann. Die Geschwindigkeit, mit der die Organe der Tiere entfernt wurden, bleibt allerdings erklärungsbedürftig. Dr. David Randall ist Tierarzt und Rancher in Südflorida. Die Viehverstümmelung ist Teil des natürlichen Nahrungskreislaufs. Im Südwesten Floridas beginnen die Bussarde zu kreisen, sobald ein Tier schwach wird. Gemeinsam mit den anderen Aasfressern können sie in 2 Stunden viel Schaden anrichten. Sobald ein Tier schwach aussieht, wird es zur Mahlzeit. Dass kein Blut floss, als die Organe entfernt wurden, ist ebenfalls kein außergewöhnlicher Vorgang. Genau das erwarten wir, wenn die Verletzungen nach dem Tod des Tieres entstanden sind. Wenn das Herz aufhört zu schlagen, zirkuliert das Blut nicht mehr. Es sammelt sich dort, wo die Schwerkraft es hinzieht, nämlich in den unten liegenden Teilen des Körpers. Daher ist bei diesen Verletzungen gar nicht mit Blut zu rechnen. Doch es bleiben weitere Auffälligkeiten, darunter das Hämoglobin an einem Rinderkadaver im Norden Kaliforniens.
Das reine Hämoglobin könnte daher kommen, dass sich das Blut des Tieres, nachdem es gestorben ist, in seine Bestandteile aufgetrennt hat. Das ist ein natürlicher Vorgang. Wenn man eine Blutprobe irgendwo abstellt, sieht man das Serum, die weißen und die roten Blutkörperchen. Sie trennen sich nach einer gewissen Zeit. Seit 50 Jahren werden die Ursachen der Viehverstümmelung diskutiert. Aber nur wenige Wissenschaftler haben sich daran beteiligt. Wenn Tiere in entlegenen Gebieten verenden, haben erfahrungsgemäß weder der Rancher noch der Tierarzt die Zeit und das Geld, die Todesursache untersuchen zu lassen. Ich habe Fälle gesehen, bei denen es ein geometrisches Muster auf dem Rücken gab. Die Polizei war sicher, dass das mit dem Skalpell gemacht wurde. Doch das Muster war von Insekten erzeugt worden. Die Präzision geht auf das Konto von Insekten. Aber wo sind die inneren Organe geblieben? In vermutlich 90% der Fälle ist ein Loch im vaginalrektalen Bereich ausgeschnitten worden. Ich habe das oft gesehen. Es sieht aus, als wären die Körper mit einem Ofenrohr ausgesaugt worden.